Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid. Und zwar habe ich ihr ganz tolle Produkte von der lieben Eva Maria und ganz, ganz tolle Pinsel von dem lieben Holger. Die werde ich euch jetzt noch eben zeigen. Und zwar ist das ein richtig, richtig toller Fullkörperpinsel. So. Richtig, richtig schön. Also, falls ihr noch keinen passenden Pinsel habt, ich kann euch diese Pinsel nur empfehlen. So, zudem zeige ich euch jetzt noch eben das Glanzgel von der lieben Eva Maria Convert. Allein dieser Tiegel, der ist schon richtig, richtig schön. Schaut ihn euch an. Richtig schön. Ich liebe diesen Tiegel. Auch die kleinen Tiegel finde ich richtig, richtig süß. 5 Milliliter, immer ganz wichtig. Dies ist das Farbgel Magenta. Das ist schon einmal aufgemacht. Schaut euch mal diese schöne Farbe an. Richtig, richtig schön. Zeige ich euch mal eben schnell die Konsistenz der Farbe. Ist nicht so flüssig. Das mag ich ja ganz gerne, wenn die nicht so flüssig sind, sondern etwas fester. Die ist sehr cremig der Farbe. Die Farbe. Ja, ich mag es ja ganz gerne, wenn die nicht so flüssig sind, damit die nicht so schnell verarbeitet werden müssen, dass man hibbelig wird. Sondern dass man ganz in Ruhe arbeiten kann und diese dann nicht in den Ränder verlaufen. Mensch, was ist denn los heute mit mir? Ja, also von der Konsistenz kann ich schon mal sagen, sehr gut. Ja, Deckkraft seht ihr selber. Richtig, richtig gut. Die Farbe gefällt mir auch sehr gut. So eine richtig schöne Mädchenfarbe. Deckkraft kann man nicht meckern. Ist perfekt. Richtig schöne Farbe. Auch jetzt für den Sommer zum Beispiel. Sehr passend. So. So. Das war das Farbgel Magenta. So. Als nächstes das Farbgel Fire Red. Mal reinschauen. Ja, die ist auch richtig schön. Fire Red verrät ja schon einiges. Aber wenn man die Farbe ansieht, richtig schön. Wollen wir die auch mal eben auftragen? Auch eine sehr gute Konsistenz, nicht zu flüssig, sondern schön cremig. Sehr gut. Ja, die ist richtig, richtig schön. Rottöne liebe ich ja. Meines kann zwar auch gerne mal sehr viel glitzern bei mir, aber Rot
Mag ich sehr, sehr gerne. Und dieses Rot gefällt mir wirklich sehr gut. Also wer so ein kleiner Rot-Fan ist, der wäre bei diesem Rotton Gold richtig. Deckkraft ist wieder mal perfekt. Wirklich nur sehr wenig genommen von der Farbe. Das finde ich immer ganz gut, wenn man nicht zwei Schichten auftragen muss, sondern immer schön eine Schicht. Erspart auch Zeit und Geld. Ja. Sehr schön. Oh, ganz vergessen. Als nächstes kommt die Farbe Emerald. Nee, Emerald. Heute habe ich es aber auch in meiner Sprache. Also, Emerald ist die nächste Farbe. Ein sehr, sehr schöner Ton. Erinnert mich so ein bisschen an Urlaub. Urlaub, Meer. Richtig, richtig toll. Konsistenz der Farbe auch wieder perfekt, so wie ich es liebe. Ich glaube, das war jetzt schon zu viel Farbe, ist aber nicht schlimm. Was zu viel ist, kommt wieder zurück. Ihr seht schon, wie gut diese Pinsel für Fullcover geeignet sind. Das Auftragen ist wirklich richtig, richtig toll mit diesen Pinseln. Ich meine, ich habe ja echt viele Pinsel, aber mit wenigen Pinseln bin ich wirklich so zufrieden wie mit diesem jetzt hier. Also, wenn ihr noch den passenden Pinsel sucht, eure Nägel. Meldet euch bei dem lieben Holger. Die Links zum Shop. Oh ja, die Farbe ist richtig toll. Die Links zum Shop und den Facebook-Seiten und alles werde ich euch in die Infobox packen. Dort könnt ihr dann mal vorbeischauen. Die liebe Eva hat noch viele, viele mehr und ganz tolle Produkte. Ja, und der liebe Holger hat ganz, 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 ganz tolle Pinsel. Und Pinsel kann man eigentlich nicht genug haben. So. Einmal Magenta. Zeige ich euch nochmal. Richtig schöne Farbe. Fire Red. Ich finde diese Tiegel so toll. Und Emerald. Das erinnert dann richtig an Urlaub. So, dann in diesem wunderschönen Tiegel ist ein noch viel schöneres Glanzgel. Das werden wir jetzt gleich auftragen auf unsere Farben. Sieht jetzt so leicht bläulich aus, es wird aber glasklar aushärten. Also macht euch keine Sorgen, dass ihr dann so einen Blauschimmer oder so einen lila Schimmer auf eurem Design habt. Es wird hinterher glasklar. So. Aushärtungszeit der Farben. Sind 2 Minuten in der UV-Lampe. So.
warten wir mal kurz. Also wenn euch schon eins dieser Farben gefallen sollte, schaut doch mal bei der Eva Maria vorbei auf den Links. Und wenn ihr sagt, ich brauche noch unbedingt einen richtigen Full-Cover-Pinsel oder ich habe einfach noch nicht den richtigen gefunden, dann schaut doch einfach bei dem Holger vorbei. Oder schreibt die beiden einfach an, wenn ihr euch nicht sicher seid oder wenn ihr euch noch beraten lassen wollt. Die beiden sind ganz, ganz liebe Leute und werden euch natürlich gerne beraten. So, gut ummanteln. Euch gleich auch zeigen kann. So, dann das schöne Magenta. Auch von dem Glanzgel braucht ihr wirklich jetzt nicht haufenweise, sondern immer nur so ein bisschen. Dann wäre auch schon der nächste Nagel fertig. Ab in die Lampe damit. Ich finde das ja auch schon mal gut, dass die Konsistenz von dem Glanzgel nicht ganz so flüssig ist, weil viele Versiegler oder Glanzgele sind ja auch immer so sehr flüssig und dass er eine sehr gute Konsistenz ist, verläuft nicht so arg wie die anderen, die ich bisher kannte. Ja, das macht das Arbeiten natürlich auch leichter, dass man sich da nicht so rasch beeilen muss, weil man Angst hat, dass es in die Ränder läuft. Das ist bei dem Glanzgel zum Beispiel schon mal nicht. Schon mal eins meiner Favoriten. Nicht nur, weil der Tiegel so schön ist. Ist ja auch immer ganz, ganz schön. Aber oh, dieser Rotton, der ist richtig schön. So. Wie ihr gesehen habt, brauchte ich jetzt gar nicht so viel von dem Glanzgel. Es reichte immer nur so ein bisschen. Es ließ sich gut verteilen und auftragen. Was auch viel an dem richtigen Pinsel liegt. Ne? Es gibt ja auch viele Pinsel, die fangen dann an zu haaren und dann hat man so ein Pinselhärchen auf dem Nagel und ist ja dann auch so eine unschöne Sache. Ist bei den Pinseln nicht der Fall. Mal das kurz aushärten. UV-Lampe lasse ich das dann aushärten. Und dann zeige ich euch gleich, dass das nicht lila aushärtet oder bläulich, sondern glasklar. Das ist dann das Glanzgel Shine Diamond von der lieben Eva Maria Konrad. So, der Glanzversiegler hat eine Schwitzschicht, die werde ich jetzt mal eben entfernen. Schwitzschicht ist ja auch nichts Schlimmes. So. Eins. Seht schon, der Glanz des Glanzgeles
Shine Diamond. Es hat wirklich einen richtig, richtig schönen glasklaren Glanz. Macht seinem Namen allen Ehre. So, das war Magenta. Jetzt kommt dieser schöne Ton. Mal die Schwitzschicht abmachen. Stellen wir ihn daneben. So. Auch hier seht ihr diesen wunderschönen Glanz. Wenn ihr noch das passende Glanzgel sucht, dann wäre das genau richtig. Und als letztes noch Fire Red. Auch mal schnell dazu. So. Genau. Hier. Hier. So. So. Also, jetzt fällt er auch noch um hier. So, also, einmal Magenta, wunderschöne Farbe. Einmal Fire Red, für die, die es gern rot mögen. Mein Handy will gerade nicht. Fire Red. Und zu guter Letzt Emerald. Richtig schöne Urlaubsfarbe, gefällt mir wirklich richtig gut. Und dann halt den Glanz, das Glanzgel. Shine Diamond kann ich euch nur empfehlen, hat einen richtig, richtig schönen Glanz, wie ihr seht. Ja, und der Tegel ist sowieso der Oberhammer. Ich zeige es euch nochmal eben. Konsistenz bei allen Farben und bei dem Glanzgel war sehr gut. Aushärtungszeit 2 Minuten in der UV-Lampe hat völlig ausgereicht. Fazit ist, ich bin richtig begeistert von den Farben und vor allem von dem Glanzgel und den Tiegeln. Finde ich richtig, richtig schön. Pinsel, richtig gut, Full-Cover-Pinsel. Also ich bin mega begeistert. Ich habe ja schon so viele Pinsel, aber meine Favoriten kommen von Holger. So, wenn euch die Farben oder das Glanzgel gefallen haben oder auch die Pinsel, wenn ihr wirklich den richtigen Pinsel sucht und braucht, dann meldet euch bei Holger. Ich setze euch die Links zu den Seiten und den Shop setze ich euch unten in die Infobox. Und ich hoffe, ihr seid dann genauso zufrieden wie ich. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Tschüss!